Headset ausgefallen? Ach so, okay. Ich erzähle und erzähle und erzähle. Also, erstmal schönen guten Abend. Mein Headset ist gerade ausgefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das mitgekriegt hat. Wir fahren, wie gesagt, noch auf der EU-Roadmap 1.4b von SCS. Und ich wollte da gleich mal gucken, dass ich da irgendwie eine Tour von Berlin oder nach Berlin zu dem Schönefelder Flughafen kriege. Wir haben aber jetzt noch eine kleine Tour mit der Gaspipeline offen. Nach Amsterdam hin. Vielleicht von da aus. Ich muss mal gucken, was wir da so haben. Na gut, wir fahren erstmal los. Das Spiel hatte noch nicht vollständig geladen, deswegen hat das gerade geruckelt. Aber ich Demnächst denke, rechts das wird jetzt abbiegen. besser werden. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Wie gesagt, wir fahren den Actros Edition 2 mit 625 PS. Biege nach rechts ab. Ich muss eigentlich sagen, ich bin nicht so der Actros-Fan, aber der gefällt mir schon irgendwie. Ich bin eigentlich voll der Volvo und Scania-Fan, aber ich finde den, nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Das macht Spaß. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
natürlich auch geil. Wir fahren Mercedes Actros und sitzen in einem Scania-Führer aus. Egal. Ich habe leider keinen anderen Hintergrund gefunden. Das ist tatsächlich der einzige Hintergrund, den ich gefunden habe. Für Streaming-Hintergründe, für LKW-Fahrerhäuser. Also wenn da noch jemand oder was hat, könnt ihr mir gerne mal was schicken. Also ich habe bis jetzt noch nichts anderes gefunden. Was umstellen. Replay. Links halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
gerade sagen, was fährt der nur 63? Ein bisschen Schlangenlinie. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Aha, da ist er wieder. Warum der jetzt weg war, weiß ich auch nicht. Auf einmal der Ton weg. Ah, ich glaube, es wird Zeit für einen neuen CPU bei mir langsam. Das ist die einzige Komponente, die ich noch nie ausgetauscht habe. Ich stehe jetzt hier hin. Gucken. Ich stehe ja schon eigentlich ganz gut. So, laden wir mal ab. Haben wir jetzt irgendwas nach Berlin oder haben wir nichts nach Berlin? Düsseldorf. Haben wir nicht. Irgendwas nach Berlin. Stück Streckenlänge im Silo. Berlin. DBs.
Berlin, Berlin. Das könnte was sein. Bin hier. Bam, bam. Cardiff, Breslau, Berlin. Drei. Holen aus. Wir wollen dann aber auch ich auf der Karte mal guck. Schönefeld. Was haben wir denn da? Skanska, Bam. Hier ist noch Baustelle. Air Baltic. Kargil. Zumindest kann man da schon mal in die Richtung fahren, ne? So, gucken wir. Was haben wir denn? So. Berlin. Ein. Berlin, Berlin. Nö. Damper. Okay. Von Stettin. Bagger. Ne, wir wollen ja nach Berlin. Muss ja auch irgendwo was in der Nähe sein. Baustelle? Ich bin gucken. Jetzt erstmal auf den im Werkstattkurs gehen und dann schauen wir mal. Zeit zu gehen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Endlich, wir sind da. So, war hier irgendwas Bagger geladen, irgendwas, ne? Stand doch da. Genau, Leipzig, Berlin. So. Wollen wir doch mal schauen, wo der Kollege steht. Da steht er doch. Beziehungsweise da müssen wir laden.
So, dann laden wir mal den Bagger oder zwei Bagger. Ein Bagger und ein Radlader. Muss ich jetzt erstmal gucken. Also wir haben einen Radlader drauf. Und ein... Wie heißen die noch? Ja, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall auch ein Bagger. Straßenbagger, was weiß ich. Wie heißt der denn nochmal mit dem Arm da hinten? Steht denn da? Frachtbagger. Wir haben Bagger geladen, okay. So, wir haben zwei Bagger drauf, auf jeden Fall. Und wir fahren jetzt. Los. Genau, wir fahren jetzt los. Da hat sie recht. Nein, wir fahren jetzt in die Nähe vom Schöneberger Flughafen in Berlin. Dann gucken wir uns mal an, was die da auf der EU Road Netmap so Feines gemacht haben. Nix. War noch nichts. Biege nach links ab. Sehr nett. Dankeschön. Also, es ist nicht weit. Es sind knapp 200 Kilometer. Oder... 193, 197, ich weiß jetzt Demnächst nicht genau. links Auf abbiegen. jeden Fall nicht so weit. Biege nach links ab. So einen leichten Sonnenbrand vom Wochenende. Wir haben Samstag Pavillon aufgebaut und ja, auf dem Kopf, im Nacken, auf der Arme habe ich schon den ersten Sonnenbrand hinter mir. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab.
rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. So, jetzt sind wir gleich in Berlin angekommen. Wollen wir mal gucken, was der Flughafen so zu bieten hat. Aber erstmal müssen wir abladen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ich glaube, da hinten, wo die Baustelle ist, da müsste auch irgendwo der Flughafen sein. Und dann links abbiegen. Oder? Biege nach links ab. Nee, das ist noch nicht der Flughafen. Der Flughafen liegt, glaube ich, auf der anderen Seite.
Ich meine, der liegt auf der anderen Seite. Demnächst rechts abbiegen. Kleine Biege nach rechts ab. Hier näher. Oh, hier müssen wir abladen. Okay. Ah, okay. Da hinten sieht wir sind fertig. Dass man so scheppern muss, wenn man da drauf fährt, ne? So. Laden wir mal ab. Best gucken wir mal, ob wir hier einen Auftrag bekommen. Da haben wir doch was. Das geht direkt jetzt zum Flughafen. Rebuild. Sagen, machen wir das. Den haben wir dann auch sofort drauf. Lass uns loslegen. Rebuild ist nämlich da, der Flughafen. Schönefeld. Da sieht man schon eine Baustelle. Eine Großbaustelle, das ist aber nicht. Fahren wir jetzt hin. Biege nach rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Ah, hier ist die Straße gesperrt. Was ist da los? Wird einer abgeschleppt, da steht die Feuerwehr. So, und jetzt kommen wir gleich in den Bereich, wo der Flughafen da gebaut wird, beziehungsweise Flughafen ist und noch gebaut wird. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Flughafen Berlin. Baustelle. Habt ihr gelesen? Da stand es. So. So, hier muss ich das jetzt irgendwo sein. Links halten und dann links abbiegen. Erster Aufenthalt in Schönefeld, ist er. So. Müssen wir hier links.
Und dann wieder links. Und wieder da ist gesperrt. Ah ja, da steht auch Baustelle. Ja, guck. Perfekt. Und dann dürfen wir doch das... Links halten und dann links abbiegen. Oh, hier starten sogar Flugzeuge. Cool. Biege nach links ab. Jetzt fahren wir auf das Baustellengelände drauf, denke ich mal. Also hier geht das zu der Baustelle auf jeden Fall. Ja. Das haben sie ja cool gemacht. Das ist ja mega. Hier stehen noch Flugzeuge, privat. Da steht eine große. Jetzt fahren wir so um das Gebäude herum. Cool. Demnächst links abbiegen. So, da steht aber schon mal ein Airbus. Biege nach links ab. Boeing. Ja, sagen wir Boeing. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Muss ich jetzt hin? Da runter muss ich. Fahren wir jetzt erstmal hier lang. Bleiben jetzt mal in Kamera 2, da kann man das noch besser verfolgen. Alles hier mal meinen zweiten Spiegel an, damit wir auch nichts vorballern. So. Dann schauen wir mal. Also hier wird auch noch tüchtig gebaut. Ist ja hier dieser Zubringer gewesen. Da ist sie. Die Startbahn, denke ich mal. Da stehen noch ein paar KLM. Also hier diese holländische Königs... Airline bitte da. Rechts halten. So, wir müssen jetzt rechts. Terminals Anlieferung. Okay. Da ist auch gesperrt. Oder kann man auch noch weiterfahren, sehe ich gerade. Schauen mal. So, ist das, hier ist direkt das Rollfeld. Da stehen ein paar Maschinen. So, und wir müssen hier irgendwo an die... Da ist die Baustelle, immer genau. Geradeaus. Mega. Das haben sie cool gemacht. Anlieferung, Busterminal. Das habe ich... bin auf dem Bild gesehen. So, wir müssen geradeaus anliefern. Ah, KLMM. KLM. Das ist ja diese Königs-Dingsbums-Airline von Holland aus. Königliche. Wieso? Sieht ja auch cool aus, ne? Haben sie ja mal richtig geil gemacht. Mit einem Zug her irgendwo. Da sieht man so ein bisschen von der Baustelle auch so durchscheinen. Ganz cool gemacht eigentlich. So, und jetzt kommen wir hier raus aus dieser Unterführung. Aha. Sind immer noch da, ist das Rollfeld. Und wir demnächst müssen, links abbiegen. Ah, wir müssen hier gleich auf die Baustelle drauf. Ja, die warten schon hier, das ist auch... Biege nach links ab. Da steht. Oh, da steht ein Schwertransporter. Den man normal im Spiel bei Errungenschaften auch fahren kann. Da steht da nur der Auflieger. Ich glaube, da steht nur der Auflieger, oder? Kann man bestimmt hier laden. Ja. Den kann man hier laden. Cool. Hier müssen wir gleich irgendwo abladen. Ne? Ja, hier ist ja direkt die Baustelle. Ja, cool. Das haben sie echt schon nice gemacht, auf jeden Fall. Hier ist das neue Rollfeld. Wie das aussieht. Ist die Frage, fahren wir da den vorwärts rein? Abbiegen. Oder fahren wir da rückwärts rein?
links abbiegen noch nicht so ganz und genau. Dann links abbiegen. Also mal gucken. Erstmal fahren wir da erstmal rein. Biege nach links ab. Demnächst links abbiegen. Fahren vorwärts rein und dann biege gucken wir nach mal. Links ab. Dann müssen wir bestimmt. Nee, wir können da ganz normal reinfahren, so wie das aussieht, oder? Ich guck lieber mit der Flycam. Weiß es ja nicht, ne? So. Da muss ich irgendwo abladen. Okay, da. Wie komme ich da hin? Ich muss hier runter. Da runter. Ah, ist easy. Das geht. Kein Verkehr hier. Ne, da ist ein Tor. Schon neu gebaut hier. Route neu berechnen. Machen Sie eine Kehrtwende. Okay, lass uns eine neue Route finden. Wir sind heile angekommen. So. Gucken wir das Ganze mal an. Laden erstmal ab, würde ich sagen. Schade, wir können leider nicht von Berlin nach Berlin fahren. Haben wir leider nichts. Egal, da fahren wir da gleich so hin. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal mit der Flycam an. So, schauen wir mal, was wir hier so Feines haben. So, das ist hier, wie gesagt, die Großbaustelle Schönefeld, Flughafen. Das ist der alte Teil, man schwer erkennen kann. Terminal, Abfertigung. Ja, da ist der neue Teil. Das wird der neue Flughafen hier. Neue Tower. Da steht einer auf dem Rollfeld, die geht jetzt hoch. Startet die auch? Ja, die startet auch. Fliegt zwar ein bisschen durch die Bäume, aber sie ist gestartet. Das ist der alte Tower hier. Den man schwer erkennen kann. Sieht man sofort, ne? Ja, auf jeden Fall. Richtig cool gemacht. Hier kann man, glaube ich, auch noch reinfahren, oder? Ja, hier hätte ich auch reinfahren können. Das hat sie mir aber nicht gesagt. Flughafenanmeldung. Ja, da wäre ich wahrscheinlich nicht durchgekommen. Das ist direkt das Rollfeld. Da hätten die mich nicht durchgelassen zur Baustelle.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mega. Deiner versucht schon die Rohre abzuladen. Ja, ist auf jeden Fall cool. Und irgendwo in dem Gewusel hier stehe ich. Selber gucken, ne, über das Gebäude hinaus. Steht da, stehe ich, genau. Da in der Baustelle sind wir. Hier haben wir die beiden Bagger abgeladen. Da steht jetzt noch was. Könnte man da laden eventuell. Egal, wir fahren jetzt aber mal zum anderen Teil der Baustelle. Noch. Muss ich mal kurz auf der Karte gucken. Da sind nämlich zwei Baustellen. Da. Kommen wir denn da hin? Da müssen wir hin. So, dann fahren wir da mal hin. Gucken wir uns das Ganze mal an. Fahrt vorsichtig. Das Licht an. Genau, erstmal Liftachsen hoch, ne? So. Wie gesagt, wir fahren da jetzt einfach mal hin. Neu berechnen. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Da vorne ist schon die andere Baustellenzufahrt. Ja, vielleicht können wir da auch wieder laden. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Links abbiegen. Rechts abbiegen. Ja, da ist die, andere Baustelle. Das ist die gleiche Firma. Ach, das ist die andere Baustelle da hinten. So, jetzt. Das war eine schöne Fahrt. Alles klar, das ist die andere also, ja. Was können wir denn hier Schönes laden? Ich muss mal gucken. Verwende eigenen Auflieger, ja, natürlich. Oh, hier gibt's aber viel. Hätte ich nicht gedacht. Ach, guck mal, wir können hier sogar noch eine kleine Tour ganz gar machen. Das ist auch hier im Baustellenbereich. Sagen, dann machen wir das doch, ne? Bam haben wir auch noch. Aber wir nehmen den Bagger. So, wo müssen wir jetzt hier laden? Müssen wir schauen. Müssen wir hier eine Randaleleuchten anmachen? Wir müssen... Okay, da fahren wir so rum, würde ich sagen. Ich ihn jetzt erschrocken oder was? Ja, Special Effects hier bei SCS, wa? Schön, dass der gelenkt ist. Da läuft er wunderbar mit. So.
Nein, ich möchte meine Fracht selber laden, danke. Wieder die Alarmanlage an. Will einer den Renault klauen? Oh, nicht schlecht. Auf geht's. Die ganze Tour dauert 2 Kilometer. Aber egal. Die Skanska-Baustelle, da war ich noch nicht, glaube ich. Ne? Dann haben wir den Flughafen abgefertigt. Ah, mega Lob an SCS, also cool gemacht auf jeden Fall. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Neue Route finden. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Falsch gefahren oder was? Ich kann nur hier drehen, ne? Na, laut Navi nicht. Laut Navi sind das jetzt 16 Kilometer. Ja, alles klar. Aber wir können hier drehen. Einwandfrei, da okay, liegen Betonplatten. Lass uns eine neue Route finden. Wieder immer noch 16 Kilometer. Aber ja, die Straße hier nicht drauf hat. Route neu berechnen. Aha! Biege rechts ab. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. So, aber meines Erachtens war da ein Tor. Rechts abbiegen. Normalerweise, oder geht das Tor jetzt auf und ich kann da reinfahren? Das wäre ja geil. War da nicht ein Tor? Ach, da war gar kein Tor. Das sah nur so aus. Sind einfach ein Bild hingemacht oder was ist das jetzt da gewesen? Oder ist da wirklich eine Siedlung hinter? Nee, oder? Nö. Das ist einfach nur ein Bild gewesen. So, wie gesagt, das ist die andere Baustelle hier. Ist ganz klar. Andere ist Rebuild und das ist ganz klar. Das ganz klar kennt man eben schon. Rebuild kannte ich zum Beispiel noch nicht. Müssen wir hier rein, glaube ich, ne? Man schon sehnsüchtig erwartet, denke ich. Hier endet es. So, jetzt muss hier irgendwo gucken, die Abladestelle sein. Ich denke mal da hinten irgendwo. Auch mal ein bisschen durch. Ah, da. Okay.
Frage ist jetzt wieder vorwärts oder rückwärts? Das ist ja hier immer nicht so ersichtlich bei diesen Pylonen, ne? Das wäre natürlich besser, wenn dann eine Seite nur leuchten würde, man dann drin steht und dann weiß, dass man richtig ist. Aber so ist das schon ein bisschen doof gemacht. Also so rum ist schon mal falsch. Okay, können wir uns erstmal hier eindrehen. Natürlich kriege ich jetzt einen Schaden, weil ich mir die Stoßstange aufgesetzt habe. Das ist ja klar. Rum müssen wir. Sag dir doch. Habe ich doch gewupst. So. So. Perfekt. So, wir haben auf jeden Fall schon mal vorgeladen. Speichern wir das mal ab. So, ich hoffe, ich konnte euch mal einen kleinen Einblick nochmal in die EU Roadmap Map zeigen. Und ja, wir haben jetzt einmal so eine kleine Tour über den Schöneberger Flughafen gemacht, sprich die Baustelle. Der alte Teil, der neue Teil. Der alte ist ja noch in Betrieb und der neue wird ja gebaut, wie ihr seht. Das sind drei Firmen, wo man auch hin und her transportieren kann. Ja, das ist, wie gesagt, noch eine Beta-Version, ne, von der Roadmap. Aber ich denke mal, wird demnächst schon folgen für ETS. Wir können gespannt sein, auf jeden Fall. Ich werde das gleich auf jeden Fall hochladen bei YouTube und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne ein Like da lassen und ich sag mal, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns demnächst, ne? Bis dann, ne? Tschüss. So.